Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 11 der keltischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um die Banshees, eine der bekanntesten Formen von Feen und Wesen der keltischen Sagenwelt. Die zentrale und auch durchaus gut bekannte Eigenschaft der Banshees ist es, dass diese düsteren Feen immer als Frauen erscheinen und den baldigen Tod vorhersagen. Heute ist vor allem ihr Heulen oder der Schrei oder Ruf der Banshee als Zeichen des kommenden Todes berühmt. Der Name Banshee bedeutet dabei so viel wie Frau des Hügels und setzt sich aus dem gälischen Ban für Frau und Shi für Hügel zusammen. Dieser Name bezieht sich dabei auf die Shi als Feenhügel, womit die Banshees klar als Mitglieder des Feenvolkes oder auch Aes Sheath dargestellt werden. Man könnte daher Banshee sogar einfach nur als Feenfrau übersetzen. In den Sagen von Irland, Schottland und der Insel Mann erscheinen die Banshees vor allem seit dem 17. Jahrhundert. Zwar finden sich auch schon vorher einige ältere Beispiele, aber erst ab dann verbreitete sich das Motiv weit und dabei nahmen die Banshees auch viele lokale Versionen und Formen an. Gemeinsam haben alle Formen der Banshees aber, dass sie den kommenden Tod vorhersagen und anzeigen, diesen aber nur selten verursachen. Es wird also nur selten als die Schuld einer Banshee gesehen, dass jemand stirbt. Wenn ihre Warnung durch ein Weinen, Heulen, einen Ruf oder eine andere Vorhersage aber kommt, dann ist der Tod meistens bereits unausweichlich und kommt auf jeden Fall. Wenn man also eine Banshee hört, dann steht der eigene Tod oder der Tod eines Angehörigen bereits fest. Banshees gehören dabei auch meistens zu einer bestimmten Familie und tragen fast immer weiß. Eine Banshee kann dabei sowohl als eine schöne junge Frau erscheinen, wie auch als ein krummes und altes Weib. Die schönen Banshees haben in den meisten Geschichten langes weißes Haar, das sie mit einem goldenen oder silbernen Kamm pflegen. In einigen Versionen zeichnen sie sich besonders durch ein weißes Kleid mit roten Schuhen aus oder sie tragen ein grünes Kleid mit einem grauen Mantel darüber. Besonders wegen dieses weißen Kleides, das in den meisten Geschichten den Banshees zugeschrieben wird, vermischte sich die Figur der Banshees auch mit der Erscheinung der weißen Lady oder weißen Frau, einer ebenfalls weit verbreiteten Geisterfigur. Die schönen Banshees kündigen den Tod dann meistens durch Weinen oder ein trauriges Klagen oder auch einen schrecklichen Schrei an. Hässliche und alte Banshees dagegen scheinen eher grausige Vorhersagen zu machen und deutlich unheimlicher zu sein. In manchen Versionen nehmen Banshees auch die Form von verstorbenen Verwandten an, zentral von Frauen, die jung starben und vor allem während sie schwanger waren oder bei der Geburt eines Kindes. Dadurch werden sie auch mit Geistern der Toten verbunden und stark mit einzelnen Familien. So sind in den meisten Sagen Banshees, ungeachtet ihrer Erscheinung, immer einer Familie zugeordnet und kündigen den Tod in dieser Familie an. Eine Banshee zu haben, die zu einer Familie gehört, war in vielen Regionen oft sogar eine sehr wichtige Sache und ein Zeichen von Bedeutung und des gewissen gehobenen Standes. Daher erzählten auch fast alle größeren Familien von Irland oder Schottland, dass sie eben eine Banshee und meistens sogar eine sehr wichtige hatten. Trotzdem aber treten Banshees fast immer nur allein auf und es ist sehr selten, dass eine Gruppe von Banshees beschrieben wird. In Gruppen treten diese Feenfrauen eigentlich nur beim Tod einer besonders wichtigen Person wie eines Heiligen oder eines Fürsten auf. Vor allem auch dadurch zeigt sich, dass das Klagen oder der Ruf einer Banshee als Zeichen des kommenden Todes auf gewisse Weise den Stand und die Bedeutung einer Familie und des baldigen Toten anzeigte. Sagen und Geschichten mit Banshees oder in denen sie zumindest vorkommen, sind nun eben sehr zahlreich und sind überall in Irland und Schottland vertreten. Dabei gibt es aber zumindest einen gewissen Trend, dass in Irland und auf der Insel Mann die schönen Banshees häufiger sind, während man in Schottland eher auf die alten und hässlichen trifft. Dadurch, dass man den Namen Banshee aber auch einfach nur als Feenfrau verstehen könnte, wird dieser Name in vielen Sagen auch als relativ allgemeine Bezeichnung eben für weibliche Feen verwendet. Die irische Göttin Clithna, die eigentlich eine Göttin war, die mit Schönheit verbunden wurde, entwickelte sich so zur Herrin der Feen von Munster. Und in dieser Rolle wird sie oft auch als Königin der Banshees bezeichnet. Als eine mächtige Banshee wurde sie über die Zeit verschiedenen wichtigen Familien der Region zugeordnet und sagte für diese aber nicht nur den Tod, sondern auch andere Schicksal und Geheimnisse vorher. Hier also gehen Banshees und allgemein weibliche Feen stark ineinander über.
In der Moderne setzt sich nun vor allem die unheimliche Natur der Banshees als Totengeist durch und sie werden in modernen Medien als ein eher unheimlicher, weiblicher Geist dargestellt. Anders als in den irischen und schottischen Sagen, in denen die Banshees zwar unheimlich, aber am Ende neutral oder sogar gut sind und es eine gewisse Ehre für eine Familie ist, eine Banshee zu haben, sind sie in vielen modernen Versionen eher böse. Auf der anderen Seite reichen die Wurzeln der Banshees, auch wenn sie selbst erst in der frühen Neuzeit wirklich verbreitet waren, durchaus weit zurück. Vor allem das Motiv einer weiblichen Figur, die den Tod oder nahes Unheil vorhersagt, taucht schon sehr früh auf. Bereits die irische Kriegs- und Totengöttin Morrigan hat manchmal die Funktion, den Tod von Kriegern anzuzeigen. Auch die Göttin Bath, die zusammen mit der Morrigan zum Trio der irischen Kriegsgöttinnen gehört, könnte eine Wurzel der Banshees sein. Sie erscheint nicht nur als eine schreckliche Kriegsgöttin, sondern auch als eine Krähe oder ein Rabe, sowohl vor wie auch während und nach der Schlacht, und hat große Freude am Tod und Blutvergießen und treibt dieses oft sogar an. In ihr zeigt sich definitiv eine eher negative und sogar böse und auf jeden Fall zumindest schreckliche Seite einer den Tod bestimmenden Frau. Aus dieser Göttin Bath ging dann mit der Zeit die spätere Figur der Bath Kintay, der weinenden Krähe, hervor. In dieser relativ späten Form sucht Bath Schlachtfelder heim und sagt zentral den Tod vorher. Immer wieder erscheinen dann auch sterbliche Seherinnen, die speziell den Tod und nahes Unheil schon früh in der keltischen Literatur vorhersagen. Im Rinderraub von Cooley, einer der größten Sagen von Irland überhaupt, erscheint so zum Beispiel die Seherin Fethelm, die den Untergang von Maeve's Heer und eine blutrote Zukunft vorhersagt. Recht weit verbreitet ist dann auch das Motiv der Wäscherin am Fluss. Diese Erscheinung säubert die Rüstung eines Kriegers oder auch allgemein die blutige Kleidung einer Person und zeigt damit deren baldigen Tod an. Manchmal tritt auch diese Wäscherin am Fluss weinend oder klagend oder auch mit einer klaren Vorhersage auf und auch in ihrer Erscheinung, entweder als eine junge und schöne Frau oder als ein altes Weib, gleichen die Wäscherinnen am Fluss den Banshees. So zeigt sich, dass Frauen und weiblichen Geistern schon früh in der keltischen Literatur die Kraft zugesagt wurde, die Zukunft und vor allem den Tod vorherzusagen und vor diesem zu warnen. Ein Ursprung dieses Motivs in der heidnischen Zeit ist daher ebenfalls gut möglich. Vor allem auch, wenn man sich die Parallelen der Banshees im weiteren keltischen Kulturraum und darüber hinaus betrachtet. Neben Banshees und ihren Wurzeln in Göttinnen, Seherinnen oder den Wäscherinnen am Fluss findet sich so zum Beispiel auch die Erscheinung der Anko in der Bretagne. Auch diese sind ein geisterhaftes Vorzeichen des Todes und nehmen üblicherweise die Gestalt des letzten Verstorbenen einer Familie oder einer Gemeinschaft an. Der Anko hat eine grausame Erscheinung als Skelett oder Geist und fährt zum Zeichen des Todes einen mit Leichen beladenen Wagen. Hält dieser vor der Tür eines Hauses, so heißt das, dass der Tod dieses Haus bald besuchen wird. Und in Wales finden sich die Caherath. Diese geisterhaften Figuren haben keine feste Erscheinung, sondern sind nur zu hören. Mit einem Weinen, Klagen oder Stöhnen sagen die Stimmen der Caherath den Tod vorher. Sie allerdings sind weniger mit einzelnen Familien oder Dörfern verbunden, sondern kommen dann vor, wenn größere Katastrophen bevorstehen. Man hört sie rufen und klagen, wenn viele Menschen an Krankheiten, Hunger oder Naturkatastrophen und ähnlichen Dingen den Tod finden werden. Und selbst ganz allgemein und außerhalb der keltischen Kultur finden sich in den Sagen und Mythen von Europa noch weitere den Banshees sehr ähnliche Beispiele. In der germanischen Mythologie zum Beispiel finden sich viele weibliche Geister, die zentral mit dem Tod zu tun haben. Walküren, die die Seelen der Krieger aufnehmen und deren Tod in der Schlacht bestimmen. Nornen, die das Schicksal bringen, oder auch Fylgien, sogenannte Folgegeister, die ebenso wie eine Banshee an eine Person und dessen Familie gebunden sind und vor dem Tod als Warnung erscheinen können. Mit all diesen Parallelen innerhalb der keltischen Kultur und sogar in Europa darüber hinaus und der weiten Verbreitung dieses Motivs scheinen alte Wurzeln der Banshees durchaus wahrscheinlich. Auch wenn die eigentlichen Banshees, die heulenden und klagenden Familiengeister des Todes, erst spät, ab dem 17. Jahrhundert, wirklich Verbreitung fanden.
Und damit schreibe ich aus dieser Folge zur keltischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für die nächste Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube bis nächstes Mal bei einem weiteren Video zur keltischen Mythologie.